Recht herzlich willkommen zur 19. Folge von Simotrans. Ja, wir wollen hier noch eine Gerste nachordern, da die schon wieder hier leer ist. Da müssen wir jetzt gucken. Hier sieht man schön, wie der erste Trecker im Weg ist. Da sollten wir den ausmustern. Der bringt uns irgendwie nicht voran gerade, ne? Mache ich mir jetzt so meine Gedanken drum. Ja. Der fährt jetzt den dahin. Mach mal. Am Rückweg sagen wir Tschüss von ihm. Zum Depot. Weil das bringt uns recht wenig, ne? Dass der da den Verkehr aufhält. Ich weiß nicht, war schon mal, da ist der zweite auch. Machen wir das gleiche mit dem auch. So, dann auch zum Depot. Jetzt ist die Frage, der Unimog hat 10 Tonnen, der hat weniger, der kann aber auch zwei Anhänger, da hatten wir auch schon mal drüber nachgedacht, ne, doppelte Haltestelle zu machen, aber das ging hier unten irgendwie beim landwirtschaftlichen Betrieb so schlecht, weil davor gerade, ne, so eine Anhöhe ist, okay, die könnte man ja auch ändern, so ist ja nicht. Sollten wir das tun? Traktor hat das Depot erreicht, das ist gut. Jetzt mal gucken, wie schnell die Unimogs sind, ne? Oh, er fährt noch ins Depot, hat auch noch drei Unimogs hinter sich. Ich glaube, wir machen auf jeden Fall welche noch neu. Aber wie gesagt, wir wollten überlegen, die fahren ja dann doppelte Last auch, ne? Dafür müssten wir das hier umbauen. Machen wir es nicht, das ist die Frage. Also wir können definitiv dieses hier verlängern, dann kann man da auch zwei machen. Hier würde es einfach bleiben. Wir müssten, na, das bringt eigentlich da verlängern noch nicht wirklich was dann, ne, oder? Lass uns mal was abreißen. Das weg. Kommen die Straße nochmal auch gerade weg. Und ziehen sie neu hoch. Die wäre dann hier neu hochzuziehen, ne? Dann hätten wir da definitiv zwei. Da auch. Nochmal abreißen, dieses. Dann müssten wir mal gucken, kriegen wir das so hin abgerissen. So, ja. Das wollte ich jetzt nicht so machen. Aber ist jetzt egal. Machen wir so und so. Und dann brauchen wir noch einen neuen Durchfahrtsplatz, ist das, ne? So wären sie dann, ne? Das wird dann mit dem Unimog passen. 1, 2 und 1, 2. Da können wir die dann auch noch machen, weil es sind ja doch relativ viele, ne? Da. Ne, der war verkehrt, der ist richtig. So. Die können jetzt alle machen. So, und dann müssten wir die Unimogs doppelt laden. Da gehen wir jetzt aufs Depot und holen erstmal einen. Ah, da müssen wir hier unten auch erstmal umbauen, ne? Also die machen wir erstmal weg. LKW ist der Unimog-Anhänger, also der und der. Den kopieren wir. Da haben wir zwei zusätzlich, genau. Und jetzt gehen wir erstmal da unten hin. Die sind nämlich gerade alle weg. Und dann müssen wir dort die Straße abreißen. Vielleicht kommt dann, ich finde keinen Weg mehr. Dann müssen wir anheben.
und dort eine Schräge machen, die diese sein müsste, ne? Und dann schnellstens so. Ja, war jetzt der falsche Weg, aber ist egal. Und eine Laderampe hin. Die zweite. So. Jetzt kann der Unimog dann auch fahren. So. Machen wir ins Depot. Und Getreidebrauerei ist das. Starten. Getreidebrauerei. Starten. Und dann sehen wir, wie viel dafür fahren wir. 20 Tonnen. Ja. Müssten wir eigentlich gucken, dass wir den hier zum Beispiel ins Depot schicken und noch einen anhängen, ne? Und dann nochmal gleich zu viele, ne? Und Getreidebrauerei starten. Da kommen noch zwei. Ja, müssen wir erst gucken. Ich lasse die mal fahren. Der fährt nicht, weil der Weg nicht frei war. Aber das ist jetzt nicht so schlimm, weil da sowieso nur ein Halt ist in dem Sinne. Also die beiden Einzelnen schaffen das noch. Werden auch voll geladen und er auch, oder? Ja, passt. Und fährt. Müssen wir gucken, dass wir hier auch ankommen. Machen wir schneller. Also so schnell, dass ich nicht gesehen habe, dass er dabei war, ne? Da kommt einer auf jeden Fall. Und der muss auch hier entladen, ne? Wie sieht es denn aus? Gerste ist noch leer. Jetzt kommen wir mal die ersten, glaube ich. Ich glaube, das sind die ersten. Die anderen waren noch einzelne, aber ich weiß es nicht genau. Ist aber nicht schlimm. So. Er fährt da auf jeden Fall in die Haltebucht. Und entlädt. Ja, jetzt kommen sie alle hier wieder. Jetzt haben wir einen riesen Stau hier. So, jetzt sind sie alle weg fast. 9 Paletten, 10 Paletten, 46, 15. Ich glaube, jetzt haben wir reichlich Getreide. Aber es ist knapp leer und da kommt der erste wieder. Und fahren die nicht schnell genug? Kann das sein? Die sind dann doch langsamer, oder? Wieso kriege ich den jetzt nicht ausgewählt? Ach, der ist hier unten offen, alles klar. Ja, stand da jetzt nichts davon, dass der schon langsamer wird, ne? Mit zwei Anhängern, oder? Habe ich das nur übersehen? Der fährt jetzt maximal 28 km/h mit zwei Anhängern, ne? Also der, dann halten die jetzt den auf, ne? Weil dieser hier, der fährt 47. Ach, und der kommt auf 50 dann. Okay, ist halt so. Lassen wir erstmal so laufen. Jetzt muss irgendwann der Hopfen auch wieder ankommen. Der ist mit einem da. Naja, okay. Stahlwerk ist überfüllt. Also die haben genug Schrott, die haben Kohle, da läuft alles. Aber da unten, da fehlt uns jetzt die Kohle, ne? Der Schrott noch wahrscheinlich. Warte, der läuft jetzt noch da. Wir müssen hier einmal in den Bahnhof reingucken. Das ist für das andere. Geht über die Maschinenfabrik dann. Das ist dann hier. Wie viel Schrott liegt hier?
Oh. Hier sind 1539 Paletten schon. Aha, okay. Das heißt, wir müssen nochmal abtransportieren, ne? Und 4000 Tonnen Schrott für da hinten. Das liegt daran, dass der Zug da hinten die Kohle abwartet, ne? Oder? Wie war das? Das ist der Zug. Kohlestahlwerk. Warte nochmal. Hier Linie ist das. Diese. Und der fährt nur direkten Weg. Das bedeutet, wir müssen jetzt gucken, wer bringt den Stahl dahin, den Schrott dahin. Gibt es überhaupt einen Zug, der dahin fährt, zum Schrott wegbringen? Kann nicht angeliefert werden. Einzelfahrten gibt es nicht, direkte Verbindungen. Alten Maschinenfabrikbetriebshof. Okay, da sehe ich nur welcher. Der hat auch eine direkte Verbindung. Okay. Dann. Wer bringt denn den Stahl dann ein? Den Schrott dann ein? Doch keiner den Schrott hin, oder? So, das heißt, wir müssen definitiv jetzt einen Schrottzug machen. Zum Depot hier. Loks. Das war unser Lok dafür. Und da müssen wir Schrott haben. Warte nochmal. Wo ist der Schrott? Da. Und Waggons natürlich. So, 10 Tonnen, 15 Tonnen, 22 Tonnen. So. Und der Fahrplan wäre dann von der Maschinenfabrik da hinten hin. Gibt es den schon? Gute Frage, ne? Ich glaube nicht. Von da nach da. Bei ersteren 100% laden. Das wird eine neue Linie. Und Schrott. Zum Stahlwerk, ne? Ja. Maschinenfabrik kürze ich mal mit MA F ab und Stahlwerk. So, und dann starten wir die. Guck, der bringt jetzt hier ein bisschen Schrott mit, ne? Jetzt läuft das Stahlwerk dann auch wieder. Aber welche ist das dann, bitte schön? Linie Schrott, Stahlwerk West. Wo lädt denn der ein? Und was lädt der vor allem ein? Fahr mal da durch. Fährt da lang und holt das. Ach so, okay. Jetzt haben wir dann doch noch einen zweiten Zug gemacht dafür. Okay. Der fährt Schrott Stahlwerk West an. Jetzt müssen wir gucken, wo der anreißt, ne?
Der ist gar nicht da. Ist der hier noch nicht rausgekommen? Wohl doch. Oder ist das der? Nein, das habe ich anders genannt. Linienplan bitte einmal. Schrott, Stahlwerk, weiß Schrott, der ist es. Wo ist der Zug? Ah, der fährt da jetzt gerade raus. Was hat denn der geladen? Eisenerz nimmt er auch mit, okay. Das bedeutet, man kann die Linie eigentlich ändern, ne? Oder auch, kann sie auch lassen, ist aber egal. Schrottstahlwerk fest. Ich glaube, wenn, dann müssten wir dem die neue Linie geben, ne? Fahrplan ist da. Gehen wir dem den. Ist das gleiche. Wir machen die andere Linie platt, weil die ist aussagekräftiger jetzt geworden, ne? Diese nicht. Gut. Okay. Mal gucken. Wie sieht's im Stahlwerk denn aus? Schrott ist jetzt genug da, jetzt fehlt das Eisenerz, okay. Und das liegt auch hier, weil das war da eben da drinnen, ne? Schrott oder Eisenerz. Aber... Das ist der Baumarkt, oder? Ja, Baustoffhandel. Wie sieht's hier aus? Da ist auch Eisenerz, aber Eisenerz... Wie liefern wir da hinten das Eisenerz an und fahren dann wieder zurück? Die war doch hier die Hütte, ne? Ja. Geht alles über Altmaschinen verrückt. Hat er das jetzt geladen? Ne, der hat Kohle geladen. Okay, da müssen wir nochmal genauer die Fahrpläne angucken. Ob das denn so richtig läuft? Glaube ich jetzt fast nicht. Deswegen dem gemischten Zug, den wir am Anfang hatten wahrscheinlich. Okay, aber für die Folge soll es reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.